Hi, Gianluca vom Gleichlaut-Magazin. Wir sind ein queeres Magazin und vielleicht beantwortest du uns ein paar Fragen. Vielleicht mache ich das. Wie fühlt es sich für dich an, hier unter Leuten zu sein, wo wir doch die letzten 2-3 Jahre immer zu Hause gewesen sind und auf Abstand bedacht waren? Ich bin so froh, dass ich endlich mal wieder unter Menschen sein kann, weil ich liebe es einfach rauszugehen, ich liebe es Leute kennenzulernen, ich liebe es mich zu connecten und die letzten 2 Jahre war mal so, nee, da mache ich jetzt einen Couchabend und zwar 24/7 für 2 Jahre. Die ganzen 2 Jahre, die sind so verflogen und deswegen jetzt geht das Leben endlich wieder los und bitte, bitte, bitte lasst uns alle schätzen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, deswegen, wir haben es jetzt 2 Jahre ertragen, jetzt können wir wieder loslegen. Endlich. Ja, von der Selbstverständlichkeit zu einer eigentlich anderen Selbstverständlichkeit, nämlich, dass wir uns alle respektvoll miteinander, respektvoll miteinander umgehen möchten. Und da ist dir in der Vergangenheit was nicht so Schönes passiert, was wir gelesen haben. Wie blickst du auf das queere Thema? Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass alle leben und lieben dürfen, wie sie sind. Liebe ist so vielfältig wie der Regenbogen und ich hoffe, dass es auch in allen Ländern endlich mal verstanden wird. Und wir haben jetzt anhand der FIFA gesehen, dass Dinge unterstützt werden in Ländern wie Katar, wo du hingerichtet werden kannst, wenn du schwul bist, wenn du gleichgeschlechtliche Liebe zeigst und äußerst. Das darf nicht mehr passieren und es darf auch nicht mehr unterstützt werden. Und ich hoffe, dass es endlich mal verstanden wird und dass die FIFA, sorry, aber ich finde es auch gut, dass die Deutschen so früh rausgeflogen sind. Es war für mich so ein bisschen Karma. Das werden mich jetzt alle für hassen, aber ich dachte mir so, ihr habt es eh schon verschissen. Wieso geht ihr nach Katar? Naja, ich habe es ja nicht entschieden. Jetzt wird die Brücke, die ich bauen muss, relativ schwer. Nämlich es geht heute Abend ja um Musik. Was war dein persönlicher Hit dieses Jahr? Oh, ich liebe Harry Styles. Und ich liebe As It Was. Ich war bei ihm auf dem Konzert in New York und ich stand so sabbernd einfach nur davor und war so, ich finde ihn so toll. Okay, wir finden dich toll und wir freuen uns, wenn wir uns heute Abend nochmal wiedersehen. Ja. Vielen Dank. Kommst du zum Feiern nachher? Ja, aber natürlich. Ein Glück. Ein Glas geht immer. Nur ein Glas.